Erstes Resümee, die Fakten. Eine tote Sau, behangen wie ein Christbaum. Ein T-Shirt mit Aufdruck, am 4. Mai ist alles vorbei. Ein Ultimatum? Oder nur eins von diesen Bullenverarsche-Spielen, die ich so hasste? Okay, Junge, du willst Krieg? Kannst du haben. Das mit der Sau nehme ich persönlich. Es gibt viel zu tun. Regel Nummer 1. Wenn du den Täter schon nicht kennst, so lerne zumindest dein Opfer kennen. Also dokumentiere dein Opfer. Fotos, Skizzen, Informationsmaterial. Ein Puzzlespiel ohne stimmiges Gesamtbild. Hätte mir als Kind schon nicht gefallen. Regel Nummer 2. Du hast 5 Sinne. Also nutze sie. Wie sieht dein Opfer aus? Wie fühlt es sich an? Wie schmeckt es? Wildschwein-Ragout. Regel Nummer 3. Kommuniziere. Es ist nicht wichtig, dass wenige alles wissen, sondern alle ein wenig. Darum kommuniziere. Aha. Konsultiere Experten. Und vergiss nie, deine Pause ist die Wartezeit der anderen. Auch ein Marathonlauf beginnt mit dem ersten Schritt. Regel Nummer 4, die wichtigste von allen. Sei nicht da, wenn der Chef Kaffee getrunken hat.